Nun, wir fanden hier also den Eingang zur Texas Klapperschlangen-Miliz, denen ihre Basis. Oh, ein Safe. Ein Safe. Kann ich den... Nein. Ich glaube, der Safe ist kaputt. Ich kann den nicht aufknacken. Och, das ist ja schade. Nun stellt sich mir die Frage, das ist ganz offensichtlich der Eingang zu deren Basis. Marschiere ich da einfach rein? Oder sage ich den Mönchen Bescheid, dass die hier rein marschieren? Die Option habe ich ja eigentlich auch noch. Ach, was soll's, rein da, komm. Kein Risiko, kein Erfolg. Noch mehr Militaristen, Urks. Oh, oh, die haben ein Geschütz. Das aber nicht viel Schaden macht. Da, die haben noch ein Geschütz, das aber mehr Schaden macht. Holla, warum haben die hier alles voller Geschütze? Oh, und ganz viele böse Feinde. Das gefällt mir gar nicht so sehr. Holla, wie viele sind denn da? Ich hätte den Mönchen Bescheid sagen sollen. Oder aber... Moment. Ich kann doch eigentlich mit Computerfähigkeiten so ein Ding übernehmen. Das heißt, ich schieße nicht da drauf, sondern... Ich gehe erstmal in Deckung. Überhaupt nämlich hin und versucht mal hier den da zu treffen außer Reichweite. Das ist nicht so gut. Dann beendet mein Nein, Hinterhalt. Komm schon, lauf in den Hinterhalt. Haha, sehr gut. Oh, da ist auch einer. Mann, sind das viele. Das kann nicht so gut enden. Befürchte ich jetzt mal. Ja, ja, schreit ruhig alle rum. Hauptsache, ihr kommt alle schön nah ran, dass ich euch wegschießen kann. Oder es zumindest versuchen kann. Okay, okay. Wenn ihr alle näher kommt, dann gehe ich hier mal in Deckung. Das scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein. Da kam doch auch einer, aber den sehe ich jetzt nicht mehr. Da ist er. Vielleicht gehst du auch mal besser in Deckung. Deckung ist immer sehr, sehr gut, finde ich, so von mir aus betrachtet. Im Namen der Wissenschaft, Rose, ich habe eine Aufgabe für dich. Du darfst das Ding da manipulieren. Nicht genügend Aktionspunkte. Ja, dann lauf da halt erstmal hin. Und dann kannst du dich da nächste Runde drum kümmern. Wehe, du schießt jetzt das Geschütz kaputt. Ja, schieß auf den Nachtschrecken, der kann das ab. Der kriegt nachher Süßigkeiten, dann geht's ihm wieder besser. Immer schön auf den Nachtschrecken, da habe ich kein Problem mit. So, der Herr Scharfschütze. Den da oder den da? Ich glaube, der ist für die Leute am Boden leicht zu treffen, der aber nicht. Dann schieße ich erstmal auf den und hoffe, dass ich ihn treffe. Nein, nicht getroffen. War ja eigentlich klar. Ja, immer auf den Nachtschrecken. Ganz genau, immer auf den Nachtschrecken. Oha, jetzt schießen die alle auf mich. Jetzt sind die alle in Reichweite, so wie das aussieht. Das ist auch nicht so gut. Ja, ja, ich weiß. Schreit ruhig rum. Die Rangers wurden zu Gesetzlosen ernannt. Womit habe ich das denn verdient? Ich und gesetzlos? Das ist doch unerhört. Ich bin doch nicht gesetzlos. Ich halte mich an keine Gesetze. Ach no, das ist dann ja gesetzlos. Richtig, ja. Dann stimmt das. Oh, ich würde mal sagen, Feuer frei. Nehmen. Feuer frei, habe ich gesagt. Und weiter Feuer frei. Sehr gut, sehr gut. So, hier unten war auch so ein Lurch. Na, knapp daneben. Nein, nicht auf das Geschütz schießen, das brauche ich noch. Mann. Oh, 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 oh.
Bombe? Ja, viel Spaß damit, Freunde der Sonne. Oh, das Logbuch wurde aktualisiert. Was wurde da aktualisiert? Offenbar nichts. Sehr schön. Kannst du noch einen werfen? Nee, das kostet 6 Punkte. Dann beende mal hier den Zug. Rose! Übernimm doch mal dieses Geschütz. Und dann übernimmst du auch gleich das nächste noch. Sehr, sehr gut. Aber es ist natürlich gleich im Arsch. Das ist nicht so gut. Weil die blöde Kuh natürlich ausrasten musste und auf das Geschütz schießen musste, das, auf das sie nicht schießen sollte. Bin ich echt knorke von ihr. Das werde ich ihr bestimmt bald verzeihen. Und jetzt schießt das eine Geschütz auf das andere Geschütz. So funktioniert das natürlich hervorragend. So, 89%. Ja, ja. Du hast darum gebettelt. Gib's doch zu. Oh. Oh. Das hat auch gesessen. Ich muss langsam mal mehr von denen ausschalten, sonst machen die mich bald platt. Au. Achso, jetzt schießt der Geschützturm auf den Geschützturm. Und der schießt auch mal so. Ach, der schießt wieder auf den Abstrecken. Aber der kann das ja ab. Der hat ja seine Süßigkeiten im Tuss. Puh, okay. Der kriegt erstmal sein Fett weg. Oder auch nicht. Ladehemmungen. Na. So, du möchtest den da eigentlich, wenn du den dann triffst. Das wäre super. Ja, sehr gut. Achso, du möchtest mal nicht aufs Geratewohl ins Blaue schießen, sondern tatsächlich koordiniert vorgehen. Und auf meinen Befehl hören. Sehr gut. Oho, wisst ihr, was ich für euch noch habe? Noch eine Rohrbombe. Hahaha. Alle drei weg. Sehr gut, so gefällt mir das. Und dann kriegst du noch ein paar Granaten in die Hand für die nächste Runde. So, Rose, du möchtest unbedingt dahin, um dann diesen Geschützturm zu übernehmen. Scharfschütze, du möchtest, da hast du eine schlechte Chance, kannst du den da vielleicht erwischen? Dann ist der schon mal weg. Yes, sehr gut. Sehr, sehr gut. Guck mal, so nimmt das Ganze doch Gestalt an. Haha, der zerschießt seine eigene Deckung. Das finde ich auch gut. So, dann müssen wir... Deine Waffe ist verklemmt. Müssen wir den dann noch ausschalten? 20% ist keine gute Trefferwahrscheinlichkeit. 0% ist sogar noch schlechter. Du gehst mal ein paar Schritte zurück. Guck mal, schon sind es 55%. Und du schießt trotzdem noch daneben, du Doofnase. Gut, du musst definitiv näher ran. Feuer frei. Hm, da wäre die Granate jetzt ein bisschen Overkill für den einen. Lieber mit der Brechstange. Oh, komm, einen Versuch hast du noch. Ach, Mist. Rose, nimm mal diesen Geschützturm da an dich. Ah, nicht genügend Aktionspunkte. Na, dann gehst du halt erst dahin. Und das geht wirklich nicht. Wieso? 5 Aktionspunkte habe ich doch. Geht doch. Warum wollte sie es denn gerade eben nicht? Zack, schon gehört er mir. Haha, und schießt auf die bösen TKM-Schützen. Das finde ich lustig.
Sag mal, die Dinge haben aber auch eine Reichweite. Die schießen hier durch die ganze Halle. Okay. Scharfschütze, schieße er scharf. Einer weniger. Mist. Nachladen. Und jetzt. Du stehst direkt vor ihm. Wie kannst du den denn verfehlen? Das ist ja unglaublich. 55, 0. Hm. Ja, schieß mal. Natürlich schießt er daneben. Ich hätte es ahnen können. So, Brenny mit dem Fels. Haha, der kriegt voll eins drauf. Also hier sind noch zwei Geschütze, die ich mir schnappen muss. Und noch zwei Schützen. Das schaffe ich doch, glaube ich. Und dann habe ich die scheiß Miliz ausgeschaltet. Nee, ich freue mich schon zu früh. Noch ist sie ja nicht ausgeschaltet. Aber da sind wir schon einen Schritt näher. So, außer Reichweite. Ja, dann müssen wir näher ran. Nützt alles nichts. Alle mal in die Richtung da. Ja, ja, schießt du nur. Schieß gleich zurück. Feuer ruhig auf den Nachtschrecken, das stört mich nicht. Aber überhaupt nicht. Trifft er den? Nein. Weiter. Immer schön vorrücken. Ja, erstmal nachladen. Schießen geht eh nicht mehr. Dann Lauf halt ein Stückchen. Ah, da war ja noch ein Geschützturm. Richtig. Richtig, richtig. Den vergaß ich. Ja, lauf ruhig weg. Das heißt, ich gewinne. Oder so. Prozent. Nee, da laufen wir lieber noch einen Schritt weiter. Feiner Geschützturm. Böser Geschützturm. Komm schon, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Völlig richtig, völlig richtig. Außer Reichweite, da muss ich also näher ran. 10%, da muss ich definitiv noch näher ran. Kontrolle verloren, ja. Wollte ich gerade sagen, wenn du dann zumindest auf ihn schießt und auch triffst, darfst du also die Kontrolle verlieren, so viel du willst. Von mir aus. So, kommt schon. Lauf ruhig weg. Du zögerst es nur hinaus. Der arme Nachtschrecken, der steht da nur rum und wird die ganze Zeit beschossen. Dabei hat er niemandem was getan. Außer mir. Den lieber bis dahin und dann greife ich den an, weil den da kann ich ja noch versuchen zu übernehmen. Aber da fehlen mir jetzt die Punkte, ne? Okay. Aber du kannst doch auf den schießen. Pass auf, den schaltest du aus. Ah, knapp daneben ist halt auch vorbei. Und wie sieht es bei dir aus? Du kannst den treffen. Komm, du schaffst das. Ich weiß es. Ja, zur Belohnung kriegst du auch ein Stück Schokokuchen. Vielleicht. Wenn ich einen guten Tag habe. Ihr rückt schön weiter vor, dass wir den letzten Geschützturm dann noch aufs Korn nehmen können. Weil der nimmt uns aufs Korn.
etwas? Alle auf den Nachtschrecken. Aber der kann's ab. Der hat ja 8000 Lebenspunkte. So krass wie der ist. Der ist schon ziemlich krass. Dörte, ja, warum nicht mit dem Brecheisen? Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Hau mal schön aufs Blech drauf, das funktioniert bestimmt, voll super. Du übernimmst den da. Was? Du sollst den übernehmen. Wieso denn nicht? Dann geh halt da auf die Seite. Ja toll, jetzt geht das wieder nicht. Oh oh, die ist gleich hinüber. Das ist sehr unschön. Ich habe da so eine Idee, die da lautet, geh doch mal in Deckung, damit du nicht stirbst, weil du nur noch 4 Lebenspunkte hast und die Sache hier gleich geregelt ist. Also hältst du dich mal ein Momentchen raus. Feuer frei. Ha, der ist weg. Sehr gut, sehr gut. So, nur noch ein doofer Geschützturm hier. Den schieße ich jetzt weg. Ist egal. Brauche ich nicht übernehmen. Jetzt können wir zu Klump schießen. Da haben wir dann alle was davon. Oh oh. Die ist gerade aus den Natschen gekippt. Sehr unschön. Kannst du da draufhauen? Nein, Sicht blockiert. Deine Mutter blockiert hier die Sicht. Kann ich den jetzt nicht doch noch übernehmen? Dann habe ich ja den Kampf gewonnen, oder? Oder? Yes! Kommt alle zusammen, meine Freunde. Kommt alle her. Ja, natürlich kippt sie jetzt noch aus den Latschen, obwohl sie gerade wieder auferstanden ist. Aber dafür haben wir einen Chirurgen im Team. Komm, chirurgier sie mal wieder zusammen. Mann, Mann, Mann. So, so ist besser. Und jetzt laufen wir mal schnell rum und sacken hier die ganzen Überreste von den Leutchen ein. Was habt ihr hier? Guck mal, ein kleiner Verbandskasten und noch ein Gummispielzeug. Die haben alle von denen haben so ein schönes... Na gut, fast alle haben von denen so ein schönes Gummispielzeug dabei. Die spielen wohl einfach gerne. Finde ich ja nett. Hier unten hat die noch einen weggeschossen. Jetzt bloß nichts liegen lassen. Das ist ja alles wertvoller Kram. Da ist aber nicht mehr. Können wir hier von dem Geschützturm was abpulen? Nö. Okay, dann liegt da noch einer rum. Auch ein Verbandskasten, die finde ich voll knorke. Da kann man nie genug von haben. Oh, ein Safe. Oh, und bevor ich da das vergesse, unbedingt die Feldbeförderung einkassieren. Dörte Maulwurf, was möchtest du lernen? Zerstörer, Klugscheißer, Schleimer? Du nimmst mal Zerstörer. Das ist wichtig. Und Rose, ja, lern auch noch eine Runde Handfeuerwaffen. Bitte schön. Alle anderen haben jetzt nicht mehr genug für große Schritte. Was habt ihr denn so im Safe? Natürlich ist der verschlossen. Hätte ich mir auch denken können. Oho, eine Kampfrüstung. Möchtest du vielleicht eine Kampfrüstung mitnehmen? Ich weiß das nicht. Und du möchtest hier das. Wir müssen das mal so ein bisschen verteilen. Wie sieht's aus? 4 Panzerung, 5 Panzerung. Ja, die tauschen wir mal aus. Oha, du hast ja nur 2 Panzerung. Dann nimm doch lieber 4 Panzerung.
Du hast 6 Panzer, 4 Panzerung, das ist gut. Du hast auch 4. Du hast auch 4. Und du hast auch 4. Damit seid ihr alle ganz gut gepanzert. Jetzt stellt sich die Frage, was haben die hier denn noch in ihrem Hauptquartier? Das ist doch das Hauptquartier der komischen Miliz. Aber hier ist nicht allzu viel. Da war jetzt der eine safe. Sagen die Karte. Hier ist tatsächlich, das ist alles. Okay. Ich dachte, die haben jetzt große Reichtümer und Munition und Waffen und so weiter gehortet. Ich gehe nochmal hier hoch. Aber hier scheint nicht viel zu sein. Was ich ein bisschen komisch finde. Aber gut, zumindest habe ich sie alle ausgerottet. Das ist schon viel wert. In meinen Augen zumindest. Hier ist auch nichts weiter. Da steht noch irgendeine Kiste rum. Ja, schade. Ich hätte gedacht, dass hier noch mehr zu holen ist. Aber dem scheint ja nicht so zu sein. Nun gut, nun gut. Dann können wir auch wieder abdampfen. Dann habt ihr eure Arbeit getan. Sehr erfolgreich. Und dann geht's wieder hinaus. Jawohl.